Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hunt Showdown. Heute wird es mal eine richtig heiße Runde. Wir hatten die Quest und/oder Challenge, ich weiß es nicht mehr genau, was genau es war, Leute, also gegnerische Hunter brennen zu lassen und Schaden mit Feuer zu machen. Und ich meine, was bietet sich da mehr an als Dragon Breath? Ich habe also eine Romero mit Dragon Breath Munition gespielt und dazu noch eine Scottfield mit Brandmunition. Ich glaube, insgesamt hatten wir alle in irgendeiner Form irgendwelche Brandmunitionsarten dabei oder Dragon Breath Munition. Ich weiß nicht mehr genau, was die anderen gespielt haben, aber auf jeden Fall, es war viel Feuer dabei. Und es war auch, ja, mega viel Action. Also wir haben uns wieder mit allen Teams an einem Compound für eine Massenschlägerei getroffen und ja, wie das Ganze ausgegangen ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, Not nehme ich schon. ich wollte gerade sagen, also kaufen und Besser als mitnehmen würde ich nichts. dir jetzt auch nicht, aber denkt, ich hab Necro dabei. Das könnt ihr euch mal im Hinterkopf behalten, weil ich es wieder vergessen werde. Also kaufen und mitnehmen würdest du jetzt auch nicht, aber wenn man Ja. sie hat, kann man die gut einsetzen. David, kommst du für Bloodline XP zurück? Hier. So weit ist Bloodline es nicht. XP und Blueprints sind es leider doch noch immer sehr. Irgendwann. Finde ich auch scheiße. Boah, ihr müsst aufpassen, wenn ihr bei Weeping diesen neuen Eingang unten nutzt. Man kann von oben durchs Gitter gucken. Aber richtig gut. Ich habe den bis heute noch nicht einmal benutzt. Darf ich auch Hier ist nicht. eine Kasse. Das ist ja witzig. Okay, für die komme ich tatsächlich nochmal zurück. Ich wurde schon bei der Satteltasche betrogen. Vergiss du mal, wie die da drin liegt. Ja, in dieser Lore liegt die da drin, ne? Ja. Naja, komm, für die Bedürftigen. Wenn du brauchst, dann nimm. Nee, schon okay. Ich weiß gar nicht, wie gerade die Kohle ist. Wenn relativ frisch ist, sind was die sparen Das 30 oder so. Das wollte ich gerade sagen, wie weit du mit dem Level bist. Aber gut. Ich hab noch ja, 23. 30, was bin ich? 39, ja. Ja, gut, da lohnen sich Kassen ja noch. Echt, ich finde gegen Ende fast mehr, weil ich halt immer noch spiele wie der letzte Affe, der irgendwie jeden Scheiß in den Arsch gepumpt bekommt. Also letztes Plus ich Level hatte ich zum ersten Mal wirklich so richtig Geldprobleme. Also da habe ich in den 80ern dann gerade sein gespielt. Da war wirklich wieder schlimm. Ja, manchmal ist das so, aber weil ich halt auch wirklich, also ich habe ja so letzte Zeit sehr auf die Fresse bekommen, muss ich sagen. Ja, ich kenne das. Ich kenne das sehr gut. Ja, aber es war halt, ich spiele halt seit dem Event, also seit dem ersten Event mit den Pakten und dann mit dem Twitch-Event spiele ich halt wie eine gesenkte Sau. Da also laufen welche auf der Brücke. Zum Compound hin oder davon weg? Darüber ist er gelaufen. Also eher weg. Ah, ins Haus zum Compound, zum Klug rein. Ja. Links hat, glaube ich, eben noch jemand geschlagen. Oh, der sieht mich, der sieht mich. Dann versuche ich rüber zu kommen. Reiner ist beim Weißen Haus. Ja. Ah, Emulette. Weiß irgendwie. Scheint niemand mehr im Haus zu sein. Hier an dem Haus ist jemand. Hast du die Brücke und so im Blick, Stefan? Ja. Im Haus. Hat einen Hit. Links ist noch jemand. Da hinten, ja. Muss weg. Also nicht, ob der einen Scope hat. Der ist sehr weit weg, der Typ. Sehr schön. Up, down. Ja. Ja, genau. Kann sein, dass der da drüben einen Scope hat. Ja, das war, glaube ich, ein Lebell oder auf jeden Fall Long Arrow. Auf dem Felsen da, oder was? Die Richtung ja, zumindest ja, mal. Okay, alles klar. Ja, hat Hit. Sorry. Geh zu dem, den ich erschossen hab. Hier oben. Ja. Hab einen Hit. Hinter dem Felsen. Die ist down. Okay. Durch die Wand? Da, stopp, stopp, hier ist noch einer.
Musin. Hinten? Ja, neues Team. Ja, Avocado. Ja, habt ihr ja, den gemacht? Nein. Nee. Ich muss hier kurz abhauen. Ich würde David holen. Ja, mach ja, das also auf jeden bin Fall. Ich hab durch die Wand gegeben, 70 Meter. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, der kann dich am Fenster gesehen haben. Und dann ich war bei dem, okay, durch die Wand geschätzt. Du bist im Haus drin, oder? Nein, ja, ich bin vorne dran noch. Achso, dann weiß ich es. Achso, nee, vergiss, was ich gesagt habe, ich bin reingelaufen. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich hatte schon am Bluten. Ich stell mich vor dich. Danke. Alter. Da schießt auch einer, David. Ja, 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 ja. Geh deswegen schon runter. Die kommen. Die werfen was. Okay, die liegt noch. Ja, ich lass die jetzt halt kommen, ich hab ne Shotgun noch. Hier close bei mir ist jemand. Direkt am weißen Haus. Hat Hit. Ich muss mich hier verpissen. Einer down. Muss ich kurz heilen? Ja. Bei mir sind zwei auf jeden Fall. Wo hast du den einen gekillt? Hier vorne. Direkt hier vor der Tür. Ich kann den auch anzünden, wenn ihr wollt. Nee, das ist auf jeden Fall nicht der. Also der gehört nicht zu denen. Nicht zu denen. Die Avocado ist hier hinten. Beim weißen Haus ist einer. Soll ich den hier an, oder? Oder nicht? Ja, kannst du machen. Ich glaube, da vorne ist irgendwo einer. Also ja, hier gleich ja, ja, hier, hier auf dem Hof. Ja. Hinter dem Stein. Ja, ich komme gerade drauf. Den Hof. Ja. Ich sag's nur, ist ein Indianer in irgendeiner Form? Welchen habe ich nicht erkannt? Ich wurde aus dem Hof herausgeschossen, wieder durch die Wand. Diese Advokat gefällt mir irgendwie nicht, keine Ahnung. So, wie gesagt, hier vorne ist noch jemand. Pech. Danke. Hab einen. Das ist jemand ganz anderes jetzt. Musst du scheiden? Ja, anscheinend alle. Na, der könnte zum Avocado Indianer-Team gehören. Der Avocado finde ich ein bisschen seltsam. Das waren jetzt zwei Hits durch die Wand in den Kopf. Halt, ohne dass ich gesteppt habe oder so. Den haben sie aufgehoben. In hier vorne dran haben sie aufgehoben. Ja. Ja, das okay, muss der Indianer gewesen sein. Da liegt ja noch ein Choke, der hustet keiner. Ach so, okay. Vielleicht irgendjemand hat wurde aufgehoben, keine Ahnung. Ja, dann wahrscheinlich der hier links irgendwo. Ja, der schießt hart durch die Wand, der Typ. Und hier schießt er halt einfach, da weiß der Stein ist, deswegen finde ich es ein bisschen komisch. Er ist hier vorne dran, genau hier. Schön. Letztes hier bei mir. Im Hof irgendwo. Jetzt eine Kiste, David. Wollen wir pushen, wenn das nur noch einer ist? Weiß ich, wo der ist. Hier bei mir. Das ist die Pocahontas. Drüben im Compound ist auch noch einer. Dann sei mal ruhig. Dann sind hier zwei. Jo, der Viper wurde aufgestellt. Die Indianerin ist hier hinten im Hof, hat wieder einen Hit. Brennt direkt dahinter. Da, direkt unterm Pink. Blechschrittig. Auf dem Dach ist einer, ja. Da ist die Avocado.
Avocado hat Hit. Stefan? Ja, okay. Ja, aber gerade läuft hier runter. Ja, ich bin jetzt halt One-Hit für alle, ich hab 50 HP. Avocado ist low, brennt! Der brennt, ist low und... Warte, da ist noch Pocahontas und die Avocado. Die haben aber beide gebrannt. Die müssen. Die Avocado ist gleich hier. Ja, warte. Wo? Oben, oben, oben. Auf dem Hügel. Ja. Oh, heil dich bitte. Danke, du geiler Typ! Hast du auch einen Advocat? Der ist doch tot? Den hab ich erschossen. Ach, stark. Okay, ja, gut. Alter, der Typ hat mir jetzt wirklich immer original immer eine. Der war sehr immer. Komisch. Der war sehr komisch. Oh, ja. Du bist ja schon komplett tot. Ja, oh nein. Der hat mir zweimal durch die Wand und danach ja. Kam er noch vom Dach und einmal zu sogar auf. Aber ich glaube, das war Ledger, weil der hat mich auch mal versucht, die Wand zu ja, ich will ihm jetzt nichts unterstellen. Du wegst ja diese zwei. Also, der erste hat okay, das hätte er predicten können. Beim zweiten habe ich halt einfach nur oben gehockt und der hat mir halt quasi durch den Boden gegeben. Ich war nicht am Fenster, weißt du? Das war halt ein bisschen. Ja. Ja, mich hat er auch nur normal gehittet, sage ich jetzt mal. Und hat irgendwie komisch. Der hat gut geschossen, das auf jeden Fall, da kann man nichts sagen, aber. Hui. Da ist noch der und unter dieser Treppe liegt der Matrose. Mhm. Ja, und dann noch die, die ich gekillt habe. Ja, genau. Da wird mit mir auch noch. Ja, besser ist es. Mich wundert halt, dass er das Fass hier nicht angeschossen hat. Da ist die Nitro. Okay, wir müssen ja eh nochmal mit Bounty herkommen. Weil dann will ich jetzt erstmal mit Brandschaden weiter mal Schaden machen. Und wenn wir David holen, nehme ich die Nitro mit. So, hier oben. Hier irgendwo, ne? Ja. Überall Uppercuts. Ja, nehme ich später auch eine mit. So. Haben wir hier beide Nein. Okay. So, das waren jetzt zwei Teams. Haben die vorher. Die haben vorher schon mal geschossen, ne? Die Nitro haben wir vorher schon mal schießen. Ja, ja, die haben wir vorher schon geschossen. Ja. Vielleicht sind wir allein. Ja, also vielleicht bei der Boss. Wenn du dann denke ich schon. Wenn du Special Ammo siehst. Oh ja, brauche ich auch. Ganz, ganz dringend. Bescheid. Ja. Ja, dann lass uns das mal machen. Bis okay, er spielt. Das ist jetzt nicht so weit weg zum Glück. Ach, ja. Wir haben Fässer vermint. Mhm. Okay, Bomb. Ah, jetzt kommt die Angriff. Da kannst du hier durch. Hier unten. Ah, ja, stimmt. Und hier rein. Ah. Du kommst von da rein, aber schau. Hier. Ja gut, irgendein Manko muss es geben. Ja genau, das habe ich nicht gewusst und der hat mich halt dadurch gekillt. Und der aber jetzt weiß es. Also vergessen werde ich es nicht mehr. Da ist noch einer! Silence. Der Schalldämpfer ist, glaube ich, sei mal ruhig.
beide tot. Du hast getradet? Nee, es war ihr. Sollst du mit Necro probieren? Ja, kannst du gerne. Nee, oder? 38 Meter. Was hatten die für Waffen? Silence Wetterli und der eine hat mich mit dem Düner gesprengt. Das ist noch ein komplettes Trio jetzt. Ja, ja. Einer ist irgendwo noch über dir, bei der Leiche oder irgendwo in dem Compound. Da ist er. Ah, ja. Der hat einen Säbel! Unten? Mhm. Unten Romero. Wie gesagt, Säbel, ne? Das ist wieder runter. Das sneakt weiter links von dir rum. Ja. So Pisser. Ich hab dir gesagt, links! Halt dich voll! Bist du denn der Dritter sein? Links. Was? Ach, das können wir jetzt noch aussitzen. Stell mich doch auf. Ah, nee, weißt du? Stell mich doch nicht auf. Nee. Er ist hier irgendwo. Ja. Jetzt kommt der Mate vom Boss. Ja. Der wirft wieder was. Moment, ich muss mich erstmal heilen. Bin tot. Jo.
Fuck, den habe ich zu spät gesehen, sorry. Da war der Lappen im Weg. Ja, komm runter. Ich hab getradet. Der Server ist jetzt einfach leer. Fuck. Der Server ist jetzt leer. Ah, da waren die Pisser echt noch da. Scheiße. Och, nee, zusehen, da lebt noch einer. Ja, ja, einer ist noch draußen. Ah, natürlich, das ist der, den wir als erstes gekillt haben. Naja, egal. Och, Mann. Das ist halt hart, so, ne? Wie viel haben wir? 9 Stück für nix. Ja. Na, so eine Scheiße. Also, trotzdem nochmal die Karabiner, der gefällt mir ganz gut. Und das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hunt Showdown sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.